Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Seminargemeinschaft, liebe Gläubige, bald vor 700 Jahren, am 18. Juli 1323, in der Kathedrale zu Notre-Dame-des-Dons in Avignon, sprach der Papst diese Worte: Nachdem wir die Verdienste des Lebens von Bruder Thomas von Aquin geprüft haben und seine Wunder in voller Demut und Andacht mit dem Rat der Prälaten, die uns beraten, durch die Autorität des allmächtigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, haben wir befohlen, dass Bruder Thomas von Aquin vom Dominikanerorden im Buch der Heiligen Bekenner eingetragen sei. 700 Jahre dieser Heiligsprechung des Meisters der Studien in den Seminaren, in der katholischen Schulen. Ein Heiliger also, das heißt ein Modell der Heiligkeit. Aber was für eine Heiligkeit? Bald ein bisschen vor dieser Heiligsprechung sprach man schon vom Doctor Communis, gemeinsamer Lehrer. Ein Jahrhundert später vom engelgleichen Lehrer. Und im Jahr 1567 hat der heilige Papst Pius V. ihn zum Kirchenlehrer erklärt. Der war der Fünfte. Die vier Erste hießen Augustinus, Ambrosius, Hieronymus, Gregor der Große. Nummer 5 heißt Thomas von Aquin. Was für eine Heiligkeit, die Heiligkeit eines Theologen. Aber inwiefern betrifft das uns? Nicht jeder Christ, nicht jeder Katholik soll Theologe sein. Was kann er uns beibringen? Welches Vorbild bringt er uns? Zuerst, er hat sein Werk als Theologe, als Lehrer für ein Werk der Barmherzigkeit gehalten. Und insofern betrifft das jeden Christen. Wir sind froh, dass wir Katechismus gelernt haben in Handbüchern, die ganz einfach sind, wo wir ganz einfach verstehen, worum es geht, wo wir ganz einfach lernen können, was der liebe Gott uns geoffenbart hat. Wir freuen uns, katholische Lieder zu singen, die ganz orthodox sind, die die katholische Lehre in Poesie mit Musik beibringen. Aber haben wir nachgedacht, wie viel Arbeit es gab dahinten? Dass man den römischen Katechismus schreibt, dass man den Katechismus vom heiligen Papst Pius X. Schreibt, dass man diese Lieder schreibt. Glaubt man, dass es total von nichts erfunden war, dass man in ein paar Minuten das komponiert hat? Es war eine riesige Arbeit. Riesige Arbeit, jahrhundertelang von allen möglichen Theologen, Bischöfe, Kirchenväter, um die Lehre, um den Inhalt der Offenbarung des Herrn zusammenzufassen in einfachen Worten für allen. Was wir singen, was wir lernen, ist voll von der Theologie und ist der bescheidene Ergebnis einer riesigen Arbeit, die Arbeit der Theologen. Wenn wir uns die Wichtigkeit dieser Arbeit vorstellen wollen, dann denken wir, der Martin Luther hat genauso gemacht. Und er hat viel gearbeitet, um seine Lügen, um seine Irrtümer, seine Häresien auch einfach beizubringen. Es war von riesiger Wichtigkeit, dass die Theologen richtig die richtigen Worte, die richtigen Sätze finden, um die Lehre Gottes beizubringen. Dazu der heilige Thomas von Aquin, der dafür viel gewirkt hat, zum Beispiel, er war berufen zum Konzil von Lyon, zum zweiten Konzil von Lyon, wo man arbeiten wollte zur Einigkeit, zur Einheit mit der Griechen, mit der Schismatiker vom Osten. Dafür hat er viel gearbeitet. Er hat nicht nur von Weitem gearbeitet, er hat selber gepredigt. Das war kein Zufall, dass er in Dominikanerorden eintritt. Er hatte schon eine Erfahrung des Ordenslebens in der Abtei Monte Cassino in Italien bei den Benediktinern, aber er wollte nicht nur kontemplativ sein, sondern auch aktiv, sodass er nicht nur betrachtet, sondern den anderen
weitergibt, was er betrachtet hat. Und er wird auch, wie Jesus, wie der Hirt im heutigen Evangelium, diese Sorge für die verlorene Schafe haben. Zum Beispiel in Rom im Jahr 1265 wird er nach langen Diskussionen voll von Argumenten zwei Juden zur Taufe führen. Der war nicht jemand, der sein ganzes Leben in Bibliothek oder in seiner Zelle verbracht hat, ohne Sorge, ohne direkte Sorge für die Seelen. In dieser Tätigkeit war er auch, zweitens, ein Modell der Treue zur Standespflicht. Zuerst vom Gehorsam. Meister Thomas von Aquin war beauftragt vom Papst für verschiedene Werke, aber er hatte nicht vergessen, dass er direkten Oberen hatte. Eines Tages kommt ein Bruder zu ihm und sagt: Bruder Thomas, du sollst mit mir zum Einkaufen gehen. So als ob er nichts anderes zu tun hätte. Ja, aber Pater Prior hat gesagt, diesem Bruder, du darfst mit einem anderen gehen zum Einkaufen. Und das sollte Bruder Thomas von Aquin sein. Kein Wort, Bruder Thomas von Aquin gehorcht und damit hat er seinen Verdienst gehabt, obwohl er Zeit verloren hatte für sein Studium. Ein Studium, das die Spezialisten für enorm, riesig halten. Wenn man die Zahl der Seiten rechnet, die er geschrieben hat oder diktiert hat, an mehrere Sekretären, weil einer nicht reichte, denkt man, er hat dreimal so viel geschrieben wie ein heutiger Universitätsprofessor. Niemand kann verstehen, wie er so eine Fruchtbarkeit haben konnte. Und das war nicht nur die ruhige Arbeit eines Intellektuellen in seiner Zelle, in seiner Bibliothek. Er musste Widersprüche ertragen. Als er seine erste Lektion als Meister der Theologie in Paris halten soll, März 1256, betet er so: Rette mich, o Herr, weil ich unter den Söhnen der Menschen gehen soll, wo die Wahrheiten verschwunden sind. Salvame, Domine, quoniam diminute sunt veritates inter filios hominum. Was passiert in Paris? Es ist leider oft etwas los in Paris. Streik oder Aufstand, dieses Mal, das war gegen die Bettlerorden. Man wollte nicht, dass die Franziskaner und die Dominikaner in der Universität zu Paris unterrichten. Und Meister Thomas, der junge Meister Thomas, soll seine Anfangsvorlesung halten unter dem Schutz der Bogenschützen des Königs. So ruhig die Universität zu Paris war. Eine lange Tradition. Gegen wen? Gegen die Gegner der Bettlerorden, gegen die falschen Interpreten von Aristoteles, gegen diejenigen, die nicht wollen, dass man die Philosophie in der Theologie benutzt. Sein Kollege als Meister in Paris, der heilige Bonaventura, der auch Kirchenlehrer ist, sagt in einer öffentlichen Vorlesung, dass Philosophie, und vor allem die Philosophie eines Heiden, in der Theologie zu benutzen, das ist wie Wein mit Wasser verdünnen, was in Paris fast eine Häresie ist. Aber Bruder Thomas, der sich auch ein bisschen auskennt, Bruder Thomas antwortet: Nein, mein lieber Bruder Bonaventura, das ist nicht Wein mit Wasser verdünnen. Das ist Wasser in Wein verwandeln. Und Bonaventura hat keine Antwort gefunden. Es ging nicht nur um Witz. Der heilige Thomas von Aquin, Meister Thomas, wird nicht nur mit Ironie, das heißt, Ironie war höchst selten bei ihm, er wird mit Argumente gewinnen. Sein Meister, Albert der Große, der Schwabe, oder könnte man ihn Albert von Regensburg nennen, weil er kurze Zeit Bischof von Regensburg gewesen ist. Sein Lehrer hatte von ihm gesagt, man hatte ihn verspottet, weil er ziemlich ruhig war, man hatte ihn den stummen Ochs von Sizilien genannt, dieser Ochs wird brüllen und seinen Schrei wird man auf der ganzen Erde hören. Aber er wird nicht inartikuliert schreien, er wird mit Argumente gewinnen,
weil er selber versteht, dass nicht nur Autoritätsargumente reichen, um die Leute zu überzeugen. Er sagt selber, der Meister soll nicht nur Autoritätsargumente bringen, sondern auch intellektuelle, rationelle Argumente, weil sonst würde sein Publikum von der Vorlesung natürlich mit der Wahrheit rausgehen, aber mit leerem Kopf, sagt Bruder Thomas. Nein, er will wirklich die Köpfe, die Geister und die Herzen überzeugen. Also eine riesige Arbeit, eine riesige Tätigkeit. Und er war so gesammelt, so aufmerksam auf seinem Stoff, dass seine Zerstreuung total legendär war. Man wusste, er war anderswo. Ja, anderswo, aber nicht so sehr. Er konnte auch materielle Sorgen behandeln und das mit Erfolg. 2 Jahre vor seinem Tod wird man ihn zum Testamentsvollstrecker seines Schwagers ernennen, vom Graf Roger von Aquila. Also er behandelt nicht nur abstrakte Dinge, sondern er muss Mauleselinnen verteilen, Stuten, Fohlen, Reitsattel und entscheiden, wo die Kinder, also wer die Kinder betreuen muss. Ganz konkrete Sorgen, die man ihm anvertraut hat, obwohl er auch noch riesige Werke zu schreiben hatte. Aber das hat ihm geholfen, mehr akut zu sehen, dass es verschiedene Arten von Tätigkeiten gibt. Manche sind nicht total selbstlos. Er bereute sicher, so viel materielle Sorgen zu haben. Und als er das Buch der Sprüche liest er, dass die Weisheit vor Gott spielte. Ludens coram Deo omnitempore. Was hat das ihm inspiriert? Der Spiel kommt der Weisheit zu. Wieso? Der Spiel wie die Weisheit bringen Freude und sind nicht selbstsüchtig, nicht eigennützig. Die Weisheit, die Betrachtung Gottes, bringt Freude und hat an sich keinen Nutzen. Das reicht an sich, um die Glückseligkeit zu erreichen. Und das wollte er schon, und das war das Ziel seiner ganzen Tätigkeit. Sein ganzes Studium war ein Weg zum Gebet, ein Weg zu Gott. Und das betrifft auch uns allen, was wir tun, was wir denken, das soll ein Weg zu Gott sein. Er hat nie studiert, ohne zuerst zu beten, ohne anzubeten. Er kommentiert die Szene, wo Jesus seine Wunden dem heiligen Thomas, seinen Namenspatron, zeigt und die Reaktion des heiligen Thomas, der früher ungläubig war. Dominus meus et Deus meus, mein Herr und mein Gott. Und Thomas von Aquin kommentiert, ab dann ist er bonus theologus geworden. Er hat seine Theologie, der Apostel Thomas, hat seine Theologie mit einem Akt des Glaubens angefangen und mit einem Akt der Anbetung. Also Thomas wird seinem Namenspatron folgen und er wird im Tabernakel, vor dem Tabernakel, manchmal im Tabernakel, Kopf im Tabernakel, die Lösung seiner abstrakten Probleme suchen. Mit seiner Studien wird er die Mystik, die Betrachtung der Heiligen ernähren. Alle Mystiker sind froh, dass es Theologen gibt, schon, weil sie damit ihre Erlebnisse, ihre Erfahrungen prüfen können. Theresia von Avila, Elisabeth von der Dreifaltigkeit, Johannes vom Kreuz, alle waren froh, dass die Theologie da ist, um zu bestätigen, dass ihre Erfahrungen wirklich von Gott kamen. Und auch, um einen Gegenstand zu betrachten, was war die Idee von der heiligen Elisabeth von der Dreifaltigkeit, die Einwohnung Gottes in der Seele. Das mussten auch die Theologen erklären. Die Mutter von unserem Gründer, Erzbischof Lefebvre, hatte sich beklagt, nachdem sie ein Buch gelesen hatte, das sie im Zimmer von Marcel gefunden hatte, über die Einwohnung Gottes in der Seele. Sie hat sich beklagt, warum spricht man uns nie von dieser Mysterien? Das ist so schön. Werk der Theologen. Thomas von Aquin, nachdem er Theologe geworden ist, wird selber Mystiker sein. In der Kapelle des heiligen Nikolaus im Konvent von Neapel, in einer Ekstase, sieht er Jesus selber, der ihm sagt, Bene scripsisti de me,
Du hast gut über mich geschrieben. Was willst du für eine Belohnung? Nichts anderes als du, o Herr. Am 6. Dezember, vor seinem Tod, am Fest vom heiligen Nikolaus, hat er noch einmal eine Entrückung und ab dann wollte er nichts mehr schreiben. Was ich gesehen habe, ist so schön, dass alles, was ich geschrieben habe, nur Stroh ist vor dem. Er wird sein Leben so beenden, wie er es angefangen hat, in einem kontemplativen Kloster bei den Zisterzienser in Fossanova, wo die Mönche ihm um einen Kommentar über das Hohenlied bitten. Und, sagt die Legende, so liest man dort, seine letzten Worte seien: Kommt, gehen wir in diesen Garten. Thomas von Aquin hat also seine Heiligkeit im Leben des Verstands, der Intelligenz gefunden. Warum? Weil die Wahrheit heilig ist. Und was hat er hintergelassen? Ein Vorbild und eine Summa. Als er Student war in Paris, unter der Führung vom heiligen Albert dem Großen, ist er wahrscheinlich ab und zu spazieren gegangen in diesem heutigen lateinischen Viertel. Und auf der Insel im Zentrum von Paris, im Kern von Paris, hat er sicher diese riesigen Gerüste gesehen. Er hat gefragt, was ist das? Man baut die neue Kathedrale, die moderne Kathedrale, gotisch. Seit einem Jahrhundert war sie im Bau. Er hat diese riesigen Gerüste geschaut, gesehen, weil zu dieser Zeit man war daran, den obersten Teil der Fassade zu bauen und die zwei Türme. Und er hat selber gedacht, diese Kathedrale, dieses große Gebäude der Menschen zur Ehre Gottes, die den Blick von der Erde zum Himmel führt, und nicht nur den Blick, sondern auch den Herzen, weil es schön ist, diese Kathedrale ist das Vorbild des christlichen Wissens. Nicht nur Gott kennen, sondern Gott bewundern und Gott lieben. Die Kathedrale zu Paris hat gebrannt. Aber man baut sie wieder und bald wird sie neu eröffnet werden. Die Kathedrale des christlichen Wissens ist auch in Aschen verstreut worden. Es ist möglich, diese Kathedrale wieder zu bauen. Aber wie? Vor einem Jahrhundert hat Papst Pius XI. Eine Enzyklika zur Gelegenheit des Jahrhunderts der Heiligsprechung geschrieben. Und er sagt: Wie es damals den Ägyptern gesagt wurde, in der extremen Hungersnot, ite ad Josef, geht zu Josef, zu diesem Josef, der ihnen den Weiz geben sollte, zum Unterhalt ihrer Leiber, genauso denen, die heute in Sehnsucht nach Wahrheit sind, sagen wir, ite ad Thomam, geht zu Thomas und bittet ihm um die Nahrung der richtigen Lehre, von der er so reich ist und die Seelen für das ewige Leben ernährt. Die letzten Worte, die wir behalten konnten, ite ad Thomam. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.